willkommen auf dem jährlichen Familientreffen der deutschen Legalisierungsbewegung. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Deutschlands größter Demonstration für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Herzlich willkommen auf der Hanfparade 2023. Mein Name ist Steffen Geier, ich bin heute euer Versammlungsleiter und habe die Ehre, euch Cannabis-Freundinnen aus dem ganzen Bundesgebiet in den nächsten Minuten auf den langen Hanfparadetag einzustimmen. 20 Jahre bin ich das jetzt schon, Versammlungsleiter der Hanfparade, und ich muss euch ehrlich sagen, der Job war schon mal leichter. Nicht nur meiner und nicht nur heute, ihr alle kennt das. Wer sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, wer sich dazu bekennt, Cannabiskonsument zu sein, egal ob er das am heimischen Küchentisch tut, auf der Arbeit oder wie hier in den Augen der Öffentlichkeit, wer sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, hat es im Moment verdammt schwer. Die Situation ist paradox. Noch nie wurde in der Geschichte der Bundesrepublik von so vielen so viel über Cannabis gesprochen. Noch nie hatten wir eine Regierung, die so fest entschlossen war, das Hanfverbot zu überwinden. Noch nie war das Ende von 50 Jahren Unrecht näher. Aber fühlt sich das für euch so an? Seid ihr irgendwie glücklicher als unter Merkel? Seid ihr freier? Könnte ich mir jetzt hier einen Joint anzünden und alles wäre cool? Leider nicht. Davon sind wir immer noch weit entfernt. Weit entfernt von dem, was uns seit 27 Jahren auf die Straße treibt. Weit entfernt von dem, was uns die Ampel auf den Wahlplakaten versprochen hatte. Weit entfernt von dem, was im verfickten Koalitionsvertrag drinsteht. Wir sind immer noch weit, weit davon entfernt, dass Cannabis endlich ein normales Genussmittel wird. Legalisiert als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Seit 2,5 Jahren faselt der Bundesdrogenbeauftragte von einem Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik. Aber Cannabis steht immer noch drin im dümmsten Gesetz der Geschichte der Bundesrepublik. Steht immer noch drin im Betäubungsmittelgesetz, drin im BTMG. Und es muss da raus, da sind wir uns doch einig, oder? Cannabis, raus aus dem BTMG! Cannabis, raus aus dem BTMG! Cannabis! Raus aus dem BTMG! Merkt ihr, wie merkwürdig das klingt, dieses Raus aus dem BTMG? Fühlt ihr, wie leer das schmeckt? Schmeckt das für euch nicht auch so langsam nach Verzweiflung, das 2023 immer noch fordern zu müssen, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, dass es nur einen vernünftigen Umgang mit Cannabis gibt und das ist ein legaler Markt? Merkt ihr nicht auch, wie uns der politische Stillstand langsam die Luft zum Atmen nimmt? Schaut euch um, wir werden langsam weniger. Der deutschen Legalisierungsszene geht es gerade nicht gut. Wir sind weniger aktive, weniger geile Bands, weniger Paradewagen, weniger Infostände, weniger alles. Und warum? Weil die Politik uns hinhält. Die real existierende Demokratie fickt uns. Allen voran Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der uns seit über 600 Tagen jeden Tag aufs Neue erzählt, dass es jetzt aber wirklich losgeht mit der Legalisierung. Also bald, gleich, Ende des Monats oder Anfang des nächsten Quartals, sagen wir nach der Sommerpause oder dann zum Jahreswechsel, aber dann ganz bestimmt, es sei denn, es kommt was dazwischen. So eine ungünstige Wettervorhersage oder irgendein Brandbrief von selbsternannten Kinderschützern, den die Medien dann breittreten, als würde jede Erstklässlerin zukünftig zwangsweise den ganzen Tag mit Haschischrauch begast. Ich bin das leid! Also versteht mich nicht falsch, mir ist schon klar, dass es kein Gesetz gegen Dummheit gibt und dass jedes noch so abstruse Geschwurbel von irgendjemandem gedruckt wird, wenn es nur ausreichend Angst erzeugt. Aber es frustriert mich tierisch, dass diese kackfalsche, dumme Sau immer wieder durchs Dorf getrieben wird. Kinderschutz, Kinderschutz, Kinderschutz. Aber die Kinder, aber die Kinder. Du da, denk doch gefälligst mal an die Kinder.
Und du da, du lächelst doch. Du denkst doch gar nicht an die Kinder. Was bist du denn für ein schlechter Mensch? Denk doch mal alle an die Kinder. Ich bin es leid. Yeah! Es geht bei der Legalisierung gar nicht darum, was Kinder machen. Die kiffen heute auch, wenn sie es wollen. Haben wir früher auch gemacht. Ich habe die Lügen der Prohibitionisten nicht geglaubt, als ich 14 war. Und ihr auch nicht. Und trotzdem tut die Politik und tun die Medien immer so, als würde es bei der Legalisierung nur um Kinder gehen. Es ist nicht mein Ziel, Kinder zum Kiffen zu verführen. Mein Ziel ist es, Millionen Erwachsenen ihre Bürgerrechte wiederzugeben. Bürgerrechte, die ihnen vor 50 Jahren gestohlen wurden, geraubt mit Lügen. Bürgerrechte, die seitdem jeden Tag dutzende Male mit Füßen getreten werden. Unzählige Male. Alle 2,5 Minuten wird in diesem Land jemand wegen Cannabis verhaftet. Und das sind nur die erfolgreichen Kontrollen. Wie oft in diesem Land ein Mensch wegen Cannabis schikaniert oder gedemütigt wird, ohne dass am Ende ein Aktenzeichen rauskommt. Das zählt diese kranke Gesellschaft nicht mal. Wir haben uns als Gesellschaft dummerweise daran gewöhnt, dass Polizistinnen mit dem Vorwurf Cannabis jede Bürgerin zu jeder Zeit an jedem Ort ficken dürfen. Und das muss aufhören. Stellt euch vor, ihr seid ein Cop und ihr wollt in meine Wohnung einbrechen. Da müsst ihr nur behaupten, da stinkt's nach Marihuana und schon ist Gefahr im Verzug und ihr könnt mir die Tür eintreten. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe und dem Polizisten von nebenan ist das zu bunt oder zu groß, dann sagt er einfach, der Geier kifft doch und schon muss ich ein paar Monate laufen. Wenn irgendein Polizist in diesem Land einen Menschen nicht schick findet, weil er zu schwarz ist oder zu fremd oder zu jung, dann sagt er einfach, Verdacht auf Cannabis und schon kann ihn auseinandernehmen und gucken, ob ihm das Arschloch vielleicht besser gefällt als das Gesicht. Und junge Frauen, wenn irgendein Polizist geil ist auf eine junge Frau, dann sagt er einfach Verdacht auf Cannabis und schon muss sie blank ziehen vor ihm und den Kollegen. So geht es zu in Deutschland 2023, trotz der Regierungsversprechen, trotz der Legalisierungsankündigung. Das ist Unrecht. Dieses Unrecht nervt, es traumatisiert, es tut weh. Und wenn Bürgerrechtsbewegungen wie unsere frustriert sind, dann passiert immer das Gleiche. Die Massen bleiben zu Hause, schaut euch um. Und der kleine Rest, der dann übrig ist, radikalisiert sich mit dem eher menschenfernen Gedanken, dass man die Massen durch härteres Rannehmen, durch schärfere Ansprache irgendwie dazu kriegen könnte, dass es Klick macht im Kopf. Und wenn das nicht klappt, dann wenigstens die Medien zum Berichten. Meine Fresse, ich laufe ja selbst in die Falle. Ich schreie euch hier an, als würde das irgendwas ändern. Dabei seid ihr die wenigen, die trotz ministerialer Hinhaltetaktik den Arsch hochkriegen. Danke dafür. Warum ich so schreie, ist relativ leicht erklärt. Ich kann euch nichts Neues erzählen, nichts Gutes berichten. Wenn ihr wissen wollt, was in den letzten Jahren passiert ist, dann hört doch meine Rede vom letzten Jahr oder die vom Jahr davor oder vom Jahr davor oder meinetwegen die von vor 20 Jahren. Die ist nämlich immer noch aktuell, immer noch richtig. Okay, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch noch spontan einen Kotzreiz kriegt, wenn ich Schröder und Fischer sage, Gasgert und Friedensjoschka. Wem von euch wird noch schlecht, wenn ich Sabine Betzing sage? Oder Mechthild Diekmanns? Oder Marlene Mortler? Daniela Ludwig? Jahrzehnte dauert dieser Kampf um Gerechtigkeit schon. Jahrzehnte! Und ich muss euch ehrlich sagen, Burkhard Paradigmen Blinert, da sage ich jetzt auch nicht spontan, lecker, davon will ich mehr. Blinert schmeckt bitter. Er schmeckt nach Ignoranz, nach weiter so, nach aber die Kinder. Und das kotzt mich an, denn das ist das Gegenteil von dem, was ich höre, wenn er den Mund aufmacht. Mich nervt das mit dem aber die Kinder, denn das erzählen sie uns schon seit 50 Jahren. Dabei sind es die Kinder, die am meisten darunter leiden, wenn die Politik mit dem aber die Kinder Argument verteidigt wird. Seit 50 Jahren
Die meisten dieser Kinder, die geschützt werden sollten, sind selbst Eltern geworden oder Großeltern. Mein eigener Sohn ist mittlerweile 9. Und natürlich denke ich beim Legalisieren an mein Kind. Deshalb stehe ich doch heute hier, weil ich nicht will, dass er der Mafia in die Arme getrieben wird, wegen der Ignoranz von Lauterbach und Lienert. Ich werde nicht zulassen, dass mein Kind mit Chemiescheiße gepanschte Dreck auf dem Schulhof kauft. Mein Kind wird zu schlau sein für synthetische Cannabinoide. Es wird den Dealern nicht glauben, wenn die ihm sagen, Haschisch sei harmlos. Und es wird seinen Lehrern nicht glauben, wenn die ihm erzählen, das sei der Einstieg in eine Suchtkarriere, dieses Marihuana. Mein Kind wird schlauer sein, aufgeklärter. Aber leider ist das nicht normal. Normal in Deutschland ist, dass Lügen über Cannabis geglaubt werden. Sie sind verbreiteter, als wir uns das eingestehen wollen, weil wir sie durchschaut haben. Aber Lügen über Cannabis werden in Deutschland geglaubt und weitergezählt. Sogar von Leuten, die es besser wissen müssten, Kinderärzten zum Beispiel. Und die Politik hört die Lügen und die Medien drucken die Lügen, erzählen das Märchen von der Einstiegsdroge, von steigenden Konsumentenzahlen, von Verharmlosung durch Legalisierung. What the fuck? Manchmal habe ich echt Bock, einfach mal gegen zu populisieren. Ich will mich auch mal aufführen wie der durchschnittliche Chef einer Polizeigewerkschaft. Einmal, nur einmal möchte ich meine gefühlten Wahrheiten rausschreien, für die ich keinen Beweis habe, außer meiner inneren Überzeugung. Zum Beispiel, dass es diesem Land mit Stock im Arsch verdammt nochmal gut tun würde, wenn wir jedes zweite Bier durch einen Joint ersetzen. Dass es nicht nötig ist, dass sich Besoffene prügeln, weil sie auch hammerbreit miteinander lachen könnten. Dass jeder Politiker, der heute noch das Hanfverbot unterstützt, entweder ein Ignorant ist oder auf der Gehaltsliste der Mafia steht. Sowas möchte ich rausschreien. Dass an den Händen von Lauterbach und Lienert Blut klebt. Das Blut unschuldiger Menschen, die wegen des Zögerns von Lauterbach und Lienert Unrecht erfahren haben und jeden Tag wieder Unrecht erfahren. Dass Domasius Verantwortung für Vergewaltigung trägt, weil die im Cannabis-Fachgeschäft genauso selten sind wie beim Bäcker, aber auf dem Schwarzmarkt Bedrohung für jede Frau, die nicht Cannabis selbst anbaut. Das möchte ich rausschreien. Das muss aber möglich sein. Mal zurückzahlen, mit gleicher Münze mal gegenhalten. Einfach mal dahin gehen, wo es wehtut, und zwar den anderen. Weil sie uns wehtun seit 50 Jahren mit ihren Lügen. Ich will verdammt nochmal auch mal was anzünden. Und sei es nur ein Joint auf der Anfahrt. Und nicht mal das kann ich in diesem Kackland. Sekunde, kurz Luft holen. Wo war ich? Aber die Kinder, alles anzünden, die Mutter der Dummheit ist immer schwanger. Regierungspläne, genau. Wir haben endlich sowas wie einen Gesetzentwurf. Und der ist mal so richtig scheiße. Das, was das Bundesgesundheitsministerium da zusammengestümpert hat, ist keine Legalisierung. Das ist auch keine Entkriminalisierung. Das ist mit Prohibition 2.0 noch freundlich beschrieben. Aber das werden euch heute noch 16 andere Redner sagen. Da muss ich mich jetzt nicht dran festbeißen. Deshalb nur zwei, drei Kleinigkeiten. Erstens, was Cannabiskultur ist und wie sie gelebt wird, bestimmen wir, die Konsumenten, nicht irgendein Staatsanwalt oder Richter. Ob ich dicke Joints oder kleine Pfeifen rauche, ob ich mich für Haschisch oder Marihuana entscheide, wie viel THC in meinen Pflanzen ist oder in meinen Konzentraten, was ich in meinen Körper reintue und in welchen Mengen, geht niemandem was an, erst recht nicht den Staat. Zweitens, das S in CSC steht für sozial und nicht für Stasi. Unsere Clubs gehören uns. Sie sind von Cannabiskonsumentinnen für Cannabiskonsumentinnen. Das ist unser Safe Space, unser Stammtisch, unsere Kneipe. Und die gehört nur in unsere Hand, nicht in die Hand von irgendwelchen Kommerzwichsern, nicht in die Hand von Apothekern und erst recht nicht in die Hand von irgendwelchen Landesbehörden.
Es darf nicht sein, dass Informationen über solche Orte relativer Sicherheit für Konsumentinnen an Strafverfolgungsbehörden übergeben werden. Ein staatliches Konsumentenregister oder eine wie auch immer geartete, der verbraucht so viel Datenbank, dürfen wir nicht zulassen, weil wir genau wissen, was mit solchen Daten passiert, wenn der politische Wind auf rechts dreht. Dann landen wir nämlich alle in Knast. Drittens, Cannabis ist kein Plutonium. Der Eigenanbau von Cannabis keine Gefahr für Dritte, auch nicht für Kinder. Kein Mensch würde von Kartoffelbauern verlangen, dass sie ihre Pflanze hinter Stahlbeton verstecken. Und dabei ist diese Pflanze ungleich giftiger als Cannabis. Deshalb gehört Hanf nicht in den Hochbunker, sondern aufs Feld, neben Mais und Roggen und Rüben. Es gibt keinen vernünftigen Grund, den Eigenanbau von Cannabis strenger zu regeln, als wenn Tabak im Großzelt stehen würde oder Tomaten. Das muss nicht sein. Wir sind verantwortungsbewusste, erwachsene Menschen. Wir können selbst damit umgehen, wenn wir uns Giftpflanzen ins Zimmer stellen. Last but not least, Cannabis-Freundinnen gehören nicht in den Knast. Egal, wie viel sie anbauen oder dabei haben oder verschenken oder verkaufen, keiner, nie. Eins habe ich noch. Wer auf die bescheuerte Idee gekommen ist, in den Regierungsentwurf reinzuschreiben, dass wir zukünftig 200 Meter um Kindergärten, um Schulen, um Spielplätze, um Sportstätten, um Freizeiteinrichtungen nicht mehr kiffen dürfen und dass das mit 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden soll. Sag mal, irgendwo muss es doch natürliche Grenzen dafür geben, was sich ein Gehirn an verfassungswidrigen Schwachsinn ausdenken kann. Das muss doch eine Gruppenarbeit gewesen sein. Aber hey, einatmen, Steffen, ausatmen. Alles wird gut, wenn das Gesetz erstmal ins Parlament kommt. Das sagt ja die Carmen immer und der Dirk und die Kirsten und die Christine und die würden uns ja nicht... Ich befürchte, wir haben noch einen weiten Weg, bis da tatsächlich ein Gesetz rauskommt, mit dem wir leben können. Weiße Scheiße. Okay, bevor jetzt Rufe laut werden, dass mal einer den alten Mann von der Bühne zerrt, weil der nur grummelt und euch runterzieht. Eigentlich soll ich euch ja heiß machen auf die Hanfparade. Nur mal so als Kontrollfrage. Seid ihr heiß auf die Hanfparade? Habt ihr Bock auf 10 Stunden Cannabiskultur und Hanfpolitik und Musik? Seid ihr heiß drauf, heute Legalisierung zu machen? Wollt ihr lauter sein als die Prohibition? Bunter als die Bedenkenträger? Kriegen wir das heute hin, diese Stimmung beizubehalten für 10 Stunden, damit wir wirkmächtiger sind als die Polizeigewerkschafter und die Jugendpsychiater und wie sich die Drogenkriegsgewinner sonst noch nennen? Kriegen wir das hin? Seid ihr bereit, für die Legalisierung bis zum Ende zu kämpfen, auch wenn es wehtut, weil es verdammt nochmal mehr wehtut, das Hanfverbot zu erdulden? Dann könnten wir zum Abschluss nochmal ein dreifaches Cannabis raus aus dem BTMG. 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 Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß auf der Hanfparade 2023. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid.